So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht schon, falls ihr es gesehen habt, in der Katjes Info. Ich habe hier einen kleinen Karton bei Katjes bestellt, unter anderem mit Schokolade und Fruchtgummis. Jetzt fange ich hier mal an mit den Schokoladen. Das hier ist so eine große Verpackung. Die ersten drei Sorten, die Katjes rausgebracht hat. Jeweils immer von jeder Sorte drei Stück. Und zwar findet ihr hier drin einmal die Katjes Vegan Salty Pretzels, dann die Sea Caramel und die Cookie Lover. Die drei werde ich jetzt heute mal für mich testen. Und alle fünf, die hier erschienen sind, werde ich dann auch noch mit Joe zusammen verköstigen. Das hier sind die fünf, die es gibt. Von links nach rechts Cookie Lover, Salty Pretzel, Sea Caramel, dann Rainbow Crunch und Strange Love. Ja, das schauen wir uns dann mit Joe zusammen an. Bin ich sehr gespannt. Aber ja, komm, ich brauche mir nichts vormachen. Ich bin Leckermäulchen. Ich muss die jetzt unbedingt probieren. Ich hatte die im Kühlschrank, denn wir haben hier momentan knapp 40 Grad. Das ist der absolute Wahnsinn. Darum werde ich mich hier jetzt auch nicht allzu lange dran aufhalten, sondern gleich hier probieren. Ich glaube, ich beginne mal hier mit Cookie Lover. Das werden wir gleich auspacken, aber ich muss, also das ist so klasse. Ich bin mal gespannt, ob die Schokoladentafel auch tatsächlich so aussieht, wie es hier abgebildet ist, denn das ist echt ein tolles Design, ja. Palmblätter, Monstera-Blätter, Kakaobohnen, ne, die ganze Frucht hier zu sehen, also echt klasse. Ist fast zu schade, um wegzuschmeißen. Ich glaube, wenn das leer ist, stelle ich mir das irgendwo in der Ecke, weil es einfach klasse aussieht. Von der Farbe ist es schon der absolute Oberknaller, ne. Das hier steht auf der Rückseite drauf. Katjes Chokjes Vegan, die ganze Geschichte. So, alles klar. Nur damit ihr es nochmal gesehen habt, dann behalte ich hier mal die Aufsicht von oben bei. Also Katjes Vegan Cookie Lover mit Haferdrink. Übrigens, ihr wisst ja, ich bin Werbegrafiker, von dem her muss ich sagen, das Design ist gut, passt. Nicht zu öko angelegt, absolut ansprechend, super. Auch das Papier, die Farben etc. gefällt mir gut. Hier nochmal die Nährwerttabelle. Haltet einfach kurz das Video an, dann könnt ihr es euch in aller Ruhe durchlesen. Und hier ist anscheinend innen auch nochmal Infos drin. Psst, check mal den Innentext. Gut, dann packe ich das Ganze mal hier auf. Ich hoffe, es zerreißt nicht, denn ich hasse es, wenn die Umverpackung reißt. Ja, ich reiß ja mal von oben dagegen. Und ja, gerade noch so, ne? So, innen haben wir Alupapier drin. Staniolpapier, ich öffne das Ganze mal. Die Schokolade sieht aus, als ob sie schon mal angelaufen wäre, hat also schon entsprechend Wärme abbekommen, kein Thema. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ne? Schokolade, die anläuft, ist nicht schlecht. So sieht das Ganze von hinten aus und ich drehe es mal um. Ja, so. Es sieht nicht wirklich appetitlich aus, ne? Wegen dem Angelaufenen, ist aber nicht schlimm. Aber wir haben hier tatsächlich dieses Motiv drauf, was ich euch eben auch schon in der Umverpackung gezeigt habe. Katjes Vegan und die ganzen Elemente hier. Riecht gut, riecht jetzt schon gut, muss ich sagen. Das ist doch cool. Dann haben sie geschrieben, hier innen steht auch noch was drin. Ja, wenn ihr das lesen möchtet, dann haltet einfach kurz das Video an. Dann könnt ihr euch das in aller Ruhe durchlesen. Okay, also dann haben wir das hier auch getan. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die Schokolade schmeckt. Das ist die Hauptsache. Nicht in Rippchen unterteilt, sondern einfach ganz grob. Aber durch die Motive hat es auch hier ein paar Sollbruchstellen. Ich breche mir jetzt einfach mal eine Ecke ab und probiere das. Genau richtig. So sieht es innen aus. Man sieht diese Cookie-Bruchstückchen, denke ich mal, sind es. Und ja, hier, komm. Also, die Schokolade ist sehr crunchy. Wenn er einmal drauf beißt, dann zerbricht es in alle möglichen Teile. Nicht so süß, wie ich mir gedacht habe. Es hat so einen leicht bitteren Untergeschmack. Was heißt Untergeschmack? Es ist präsent, es ist sehr deutlich. Irgendwie so leckeren Keks schmecke ich jetzt hier nicht wirklich. Also da muss ich sagen, sieht es hier im Bild besser und appetitlicher aus, als dass es tatsächlich schmeckt. Das ist aber hier, denkt dran, nur meine Meinung, muss nicht eure sein. Der Schokoladengeschmack, naja, okay, haut mich jetzt hier nicht wirklich weg. Ich muss hier dazu sagen, mein Schatz macht Schokolade selbst. Daher bin ich auch bittere Schokolade gewöhnt. Also wer eine süße Schokolade mit viel Schmelz möchte, ist hier komplett falsch. Das hier ist gut, um einen kurzen Jieper zu befriedigen, mehr aber
auch nicht. Also sowohl von der Haptik, vom Schmelz, vom Knuspergefühl, vom Nachgeschmack, muss ich sagen, wäre das nicht mein Ding. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Aber nur meine Meinung. Ist okay, ich probiere jetzt noch ein zweites Stückchen. Ja, so, ich halte es nochmal. Das hier soll dieser Knusperkek sein. Ja, aber weiß nicht. Haut mich alles nicht weg. Ich probiere es hier nochmal. Ja, nee, also wird auch beim zweiten Mal nicht besser. Dieses Crunchige von diesem Keks, ja, das ist schon extrem trockener Keks. Also da kommt kein zusätzliches Keks-Feeling bei mir rüber. Ja? Also ich kann es ja nochmal sagen. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal kaufen. Also es tut mir wirklich leid, aber ist nur meine Meinung. Ne? Also das dazu. Wir probieren die nächste Schokolade. Nicht gleich wieder crunchy, sondern mal hier Sea Caramel. An dieser Stelle muss ich auch dazu sagen, ich bin kein Freund von gesalzenem Karamell. Wobei es da auch Unterschiede gibt. Ich habe mal so ein Salty Caramel Eis gegessen. Von einem sehr guten bekannten Hersteller, hat mich nicht weggehauen. Dann gibt es ja aber auch die Salted Caramel Popcorn Geschichten. Die fand ich klasse, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ne? Ihr kennt die, gesalzenes Karamell mit Brezels, ja, mit Brezeln drin, fand ich klasse. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier mit dieser Schokolade geht. Und ich sag's nochmal dazu, ich kenne diesen nicht cremigen Schokoladengeschmack von den selbstgemachten Schokoladen. Und auch das war bei der Sorte jetzt, wie ich finde, nicht wirklich zu spüren. Ja, also wenn ihr cremige Schokolade liebt, die auf eurer Zunge zerläuft, das schmilzt, dann ist es nichts für euch. Okay, so, jetzt probieren wir die hier auch auspacken. Bin ich gespannt, ob die auch weiß angelaufen ist. Vermutlich, denn die waren ja im gleichen Paket mit drin. Und ja, ebenfalls angelaufen ist ganz grau. Auch hier sehe ich Flecken dazwischen. Ich drehe es um. Genau das gleiche Motiv, was mir sehr gut gefällt. Und ich sage ja, das Angelaufene, das finde ich jetzt nicht schlimm, schreckt mich jetzt nicht ab. Hier übrigens innen drin der gleiche Text, nur in einer anderen Farbe. Lest euch das auch gerne mal durch. Schwerpunkt liegt hier bei der Nachhaltigkeit und vor allem ohne Kuhmilch. Ne? Ist okay, absolut okay. So, ich breche mir auch hier wieder ein Stückchen ab. So sieht es von innen aus. Also jetzt keine typischen Kekskrümel, aber man erkennt hier so karamellige Stückchen. Ich probiere es mal. Ja, auch hier kann man sagen, nicht zu süß. Das hat mir jetzt besser geschmeckt als die Cookie Lover Variante. Das Karamell schmeckt man sehr schön heraus. Das Salzige ist sehr gut abgestimmt. Also mir schmeckt es wirklich gut. Bin echt überrascht, positiv überrascht. Was mir gefällt, wir haben auch nicht so eine ganz extreme krümelige Struktur wie bei den Cookie Lovern. Aber das Karamell zerfließt nicht, sondern es bleibt so bröselig. Ja? Also man mag bis zum Schluss drauf rumknirschen, drauf rumkauen. Aber das finde ich auf jeden Fall besser abgestimmt als die Cookie Lover Schokolade. Das ist okay, das kann man probieren. Der Nachgeschmack ist durch das Karamell ja etwas besser geworden, runder geworden. Nicht ganz so fad, nicht ganz so leer. Also diese Schokolade, dieses Sea Caramel hat für mich mehr Charakter, mehr Geschmack, mehr Tiefe. Ja, also bis jetzt meine Nummer 1. Ich bin gespannt. Wir schauen uns nämlich jetzt gleich die dritte Schokolade hier an, und zwar die Chokies Salty Pretzel. Okay, ja, gleich auspacken. Dann denke ich mal, ist auch diese Schokolade hier angelaufen. Aber ich sag's nochmal, ist nicht schlimm. Ja, auch das ist angelaufen. Und hier sehe ich ganz grobe Stückchen mit drin. Interessant. Sind halt die Brezelteile. Auch hier das Motiv exakt genau gleich. Ich drehe es nochmal um. Also das sieht man schon sehr deutlich, die Brezelstückchen. Da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt. Ich breche mir wieder ein Stückchen ab. So, halte es hier in die Kamera. Da kann man es, glaube ich, gut sehen. Warte mal, ich halte mal das Gegenstück rein. Da seht ihr auch diese kleinen Brezelstückchen tatsächlich herausstehen. Alles klar, na, dann bin ich mal gespannt, wie die dritte Sorte hier schmeckt. Also, man schmeckt diese Laugenbrezel sehr deutlich heraus. Es ist eine Laugenbrezel,
Auch das finde ich vom Geschmack her runder als Cookie Lover. Nicht zu süß, ist sehr angenehm zu lutschen, zu kauen. Die Brezeln sind nicht zu hart. Ne, man kennt sie ja bei den Karamell-Brezel-Geschichten, die sind teilweise so hart, dass du dir fast einen Zahn ausbeißt oder die Zähne kaputt machst. Da braucht ihr hier keine Angst haben. Also auch das hat mich jetzt eher positiv überrascht. Aber wie schon gesagt, ne, es ist halt vegan, erwartet nicht diesen sahnigen Milchgeschmack. Den findet ihr hier nicht. Es hat auch keinen sahnigen Nachgeschmack. Das ist halt, ja, wenn ihr Hafermilch kennt, dann wisst ihr, wie das Ganze im Abgang ist. Und ähnlich könnt ihr euch das auch hier bei diesen Schokoladen vorstellen. Ne? Ich probiere jetzt tatsächlich nochmal ein kleines Stückchen. Naja, klein. Ja, also kommt bei mir auf jeden Fall auf den zweiten Platz. Auch noch vor den Cookie Lovers. Ne? So, hier einfach das nochmal in die Kamera gehalten. Platz Nummer 1, definitiv Sea Caramel, hat mir am besten geschmeckt. Dann kommen hier die Salty Pretzels und zum Schluss die Cookie Lover. Die würde ich mir kein zweites Mal mehr kaufen. Ist tatsächlich nicht mein Ding, aber nur mein Geschmack, nur meine Meinung. Muss nicht eure sein. Probiert, falls euch das interessiert, falls ihr vegane Schokolade mögt, probiert es einfach mal aus. Erwartet nichts zu Großartiges, erwartet einfach mal gar nichts. Probiert's. Ich bin sehr gespannt, was Joe dazu meint. Aber hier nochmal meine Nummer 1, Sea Caramel, dann Salty Pretzel und Cookie Lover. Hat sich für mich eher unangenehm im Mund angefühlt, geschmacklich auch nicht weggehauen. Ich meine, dieses Kakaoige, der Geschmack ist bei allen drei in etwa gleich, aber wird, wie ich finde, von diesem Sea Caramel nochmal sehr positiv unterstützt. Der Kakao kommt bei Salty Pretzels auch nochmal nett raus. Bei Cookie Lover haut mich das alles nicht wirklich weg. Ne? So, ich bin gespannt auf die anderen zwei Sorten, die wir hier auch noch haben. Vermutlich eine weiße Schokolade und halt so eine rosa Schokolade. Das werde ich dann mit Joe zusammen testen. Also, das ganz einfach zu diesen drei Sorten. Ich fand es interessant. Das allerbeste ist hier tatsächlich diese riesen Verpackung. Das ist der absolute Oberknaller, wenn er mich fragt. Freue mich sehr, dass das Katjes so geil umgesetzt hat. Ne? Also die veganen Schokoladen von Katjes, Cookie Lover, Salty Pretzel und Sea Caramel. Sea Caramel war hier für mich definitiv der Sieger, hat die Nase ganz weit vorn und die werde ich jetzt auch noch gleich vollends essen. Okay, alles klar, ihr Lieben, das war's dazu. Danke fürs Reinschauen, danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay, ne?